Guck mal hier, meine Süße. So helfen die einem, ja? Das ist richtig nett, finde ich. Ich finde, mir wird richtig gut geholfen. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, ob ich meine Katzen mitnehmen kann. Und wer ist schuld? Na, Icke. Und das stimmt so, ja. Ich kann doch nicht mal sagen, dass das falsch ist. Warum ist es nicht falsch? Naja, weil ich schon beim ersten Wechsel von dem Helfer bei Gambe, meine ich, hätte ich sagen müssen, Gambe, tschüss, ihr könnt mir nicht helfen, weil ihr wusst, habe ich das ja. Bloß ich habe mir nie getraut, das zu machen. Ja? Ich kann euch sagen, also, bei mir läuft das alles nur chaotisch ab, ja. Immer stehe ich unter Zeitdruck, weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Und dann sagen die zu mir, ich soll ruhig bleiben. Also Kinder, ihr seht, ich bin ruhig. So ja sehr, ich staune selber drüber. Aber leider muss ich jetzt aufhören, mir Gedanken darüber zu machen, was passiert, wenn ich auf der Straße lebe. Warum? Weil mich das macht mich dann wirklich krank. Ja? Weil ich ja schließlich, ich darf ja nicht daran denken, ich darf zum Beispiel auch nicht daran denken, warum ich erst so spät gehandelt habe, warum ich erst so spät gehandelt habe, warum ich den erst am 30.8. entlassen habe, diese Dreckschwein. Hey, du Helfer, da schickt er mir eine SMS, er wünscht mir viel Glück auf meinen weiteren Lebensweg. Sie sind ein Arschloch, sind sie. Und eins, da können Sie ganz sicher sein, mein lieber Freund. Und auch der Dreher darf sich da warm anziehen. Wenn ich sage, ja, nach mir kommt ein anderer, dann sollte man da gefällig zuhören. Lieber Helfer, Sie haben das nicht getan. Und Gambe hat das auch nicht getan. Ja? Die haben gedacht, uns kann ja nicht passieren. Doch, euch passiert was. Warum? Weil ihr mich scheiße behandelt habt. Deswegen passiert euch was. Oder glaubt ihr, ihr könntet einfach so machen? Und dann passiert da nichts? Ich muss euch sagen, meine Erfahrung ist eine andere. Ja? So, und mein jetziger Helfer, der hat ja Glück. Ja, warum? Naja, der will mir da helfen. Ja, das merke ich schon, der kann es zwar auch nicht, ja. Wenn ich das sehe, was die hier packen für eine Scheiße, alle so zusammen, ja. Ich weiß ja auch noch, das kommt ja auch noch hinzu. Also ich weiß auch noch nicht, wo ich das unterstellen kann. Also ich packe hier, aber ich weiß ja nicht, wohin mit den Sachen. Ist schon geil irgendwo. Und wie immer, man soll natürlich ruhig bleiben, ja. Mach ich. Ja, ich gehe auch am Donnerstag da, das muss man sich auch mal vorstellen. Ich werde habt ihr schon mal einen obdachlosen Wahlhelfer gesehen? Dann kickt mich an. Ich bin ein obdachloser Wahlhelfer. In der Reserve zwar nur, aber immerhin, ne? Am 12. habe ich ja Schulung im Rathaus, Schöneberg. Ja? Da bin ich ja schon 2 Tage auf der Straße, unter Umständen. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich das alles einstellen soll. Mach ich aber, weil, warum denn nicht? Ja. Ich habe damit kein Problem. Ja. Als Kranker darf ich ja eh alles. Ja. Ich als psychisch Kranker. Ja. Aber wie man sieht, darf man ja nicht. Man darf noch nicht mal die Wahrheit sagen. Ja? Denn wenn ich die Wahrheit sage, was passiert? Und ich mache trotzdem. Ich sage trotzdem die Wahrheit. Ob es nun euch gefällt oder nicht. Ja? Meine Wahrheit sage ich. Und das darf ich. Und das Beste ist, ich soll das so, ja. Oh.
Also für manche würde es ein richtig böses Erwachen geben, wenn die dann merken, was sie mir hier heute machen. Gut, das nützt mir jetzt natürlich nichts, ja, sag ich mal, weil ich muss ja schließlich hier raus, ja, und wie ist immer noch nicht, wir haben heute Sonnabend, ja. In 3 Tagen muss ich hier liegen auf der Straße. So sieht es jedenfalls jetzt aus. Also ob sich da eine Pension finden lässt für 35 Euro pro Nacht. Bei aller Liebe, ich weiß nicht, ob das geht. Ob es da eine gibt, die 35 Euro nur haben will pro Nacht. Also ohne Frühstück natürlich, ja. Weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ich glaube eher nicht, also lande ich auf der Straße. Ja, und da habe ich mir gestern schon mal so darüber Gedanken gemacht, ja, wie das läuft auf der Straße. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin völlig überfordert. Total überfordert bin ich da. Warum? Weil ich es mir nicht vorstellen kann. Selbst wenn ich es wollte. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und doch muss ich mit dieser Möglichkeit rechnen. Ne? Das ist schon so pervers, was die mir alle geholfen haben seit dem Jahre 2000, dass es zum Himmel schreit. Es schreit zum Himmel. Was das für Helfer sind. So geil, die halt alle vorgeführt und keiner hat es gemerkt. Die sind so arrogant, diese Wichser. Ja? Und ich meine Wichser. Ey, ihr Psycho-Scheißer, Mann. Was ihr mir angetan habt, das kommt auf euch zurück. Schöner Schlusssatz. Geil. Ja, musste mal sein. Ja. Die braucht es einfach, ja, das kann dann die Wahl sein, weil die sich rausnehmen alle. Ja, ich sage schon an, ich bedanke mich auch bei jedem, der mir geholfen hat, aber nicht bei denen, die das sollten und nicht getan haben! Und ich vermute mal, der letzte sogar mit Absicht! Mit Absicht hat der mir nicht geholfen! Besonders schön. Ich weiß nicht, warum das so ist, warum die Leute mir da immer nicht glauben, wenn ich sage, hallo, nach mir kommt ein anderer. Wisst ihr, wann ich das sage? Ich sage das immer dann, wenn ich merke, ich werde verarscht, werde belogen und betrogen. Und wenn ich dazu Lust habe. Das heißt also, manchmal sage ich wohl an. Ich bin ja auch manchmal ein Schwein. Aber hier muss ich mal sagen, weil hier jetzt ja, das geht ja nicht nur mir so. Ihr müsst euch mal vorstellen, es gibt Millionen, Abermillionen Menschen, denen es genauso geht wie mir. Ja, genauso. Denen wird auch immer geholfen, ja, aber nicht geholfen, sondern die werden fertig gemacht. Oder man versucht, die fertig zu machen. Ja, ist von wem. Ja. Ja, bei mir haben sie natürlich ein Problem. Ne? Mich kann man nicht fertig machen. Das ist so geil. Warum kann man mich nicht fertig machen? Ganz einfach. Ich müsste das ja zulassen. Was sage ich euch immer? Jeder hat die Wahl. Und so ist es. Ja? Wenn man natürlich wählt, sich fertig machen zu lassen, dann passiert das auch. Ja? Aber ich habe gewählt, mich nicht fertig zu machen, nicht fertig machen zu lassen. Ja? Habe ich gewählt. Ja? Und deswegen können die mir auch nie fertig machen. Da können die sonst was machen, die können mich töten, die können mich, daher, ich lande auf der Straße, ist ja schon schlimm genug, finde ich. Ja, ja reicht ja eigentlich, da muss ich damit töten nicht anfangen, aber ich sage nur mal, ja,
Also wenn mich jemand bestrafen will, dann muss er mich anstrengen. Warum? Naja, für mich gibt es keine Strafe. So steil. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern in Potsdam. Ja? Da war ich beim Staatsanwalt. Ja? Alles geil. Da sagt er zu mir, guten Tag, Herr Wiestein. Ich sage, guten Tag. Warum bin ich denn hier? Naja, Herr Wiestein, ich habe Sie eingeladen, weil Sie uns noch Auskunft schulden. Ich sage, was denn für eine? Da sagt er zu mir, sagen Sie mir bitte, von wo, von was und wie und so und das habe. Ich sage, was soll ich machen? Nö, sag ich, mach ich nicht. Da sagt er zu mir, Herr Wiestein, wissen Sie, dass ich Sie hier 6 Monate festhalten kann? Ich sage, ja. Also, tun Sie sich nicht wandern. Nein, schneiden Sie mich ruhig ein, ist für mich kein Problem. Ihr hättet mal das Gesicht sehen sollen von dem. Der zweite Satz war, aber Herr Wiestein, so weit will ich doch gar nicht gehen. Ich sage, ja, warum bin ich denn dann hier? Na, konnte ich wieder gehen. Ja, ist nur ein kleines Beispiel von vielen. Ja, ich erlebe ja sowas oft. Ja.